Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Agatoto beim Clan True Warriors. Heute mal wieder am Tablet. Und ja, ihr habt es ja im Titel gelesen, wir können es immer noch. Damit meine ich natürlich nicht diesen Farmangriff hier, den müssen wir uns einfach angucken. Von Hocke auf einen Italiener, denke ich mal, Over 40 Italia. Und damit meine ich natürlich, wir können immer noch gewinnen im Clankrieg. Man glaubt es kaum. Auch wenn wir ein Event gespielt haben, wo ich ja mit dem Toto drin bin, habe ich gedacht, ich muss ja irgendwie die Sachen hier so ein bisschen auch aus unseren Clankriegen nach wie vor für euch so ein bisschen festhalten. Schöne Angriffsstrategien, schöne Taktiken. Und da lag es mir ganz nahe, dass ich heute mal auf einen RH9 geswitcht bin, um das Ganze nochmal zu zeigen, bevor es irgendwann wegen den Updates, man weiß ja immer noch nicht, wann es kommt, verschwunden ist, sodass ich die Wiederholungen alle nicht mehr zeigen kann. Das wäre natürlich für meinen Kanal sehr, sehr schade. Deswegen muss ich da immer ein bisschen am Ball bleiben und nehme das Ganze einfach mal auf. Aber wir können hier ruhig mal mit so einem Farmangriff, denke ich mal, anfangen, den der Hocke sich hier eingeheimst hat. Denn er muss noch ein paar Mauern machen. Den Rest, seht ihr unten, hat er alles auf Maxed. Und trotzdem ist das natürlich dann hier in der Legende cooler Lot und auch ein cooles Rathaus. Gibt viele Pokale. Also schöner Angriff hier mit der Lufttruppe, die er im Moment am Start hat. Und ich denke mal, das macht er auch nicht zum ersten Mal. Also da weiß der Hocke schon ja, etwas besser, wie man vor allen Dingen mit dem Warden umgeht. Aber der Warden, der tankt ja, der fliegt ja allen voraus. Ist ja der Hammer. Und jetzt aber schön mit dem Klonzauber noch unterstützt hier in der Mitte. Nochmal so ein paar, es rutscht mir immer wieder raus, so ein paar Luftballons hier geklont. Und dann hat er hier unten noch schön die Ecke mit den echt vielen Lakis. Und guckt euch das an, hier Lager, Minen, Sammler, alles rappelvoll. Und damit kann man natürlich richtig was reißen. Gut, das Dunkle, glaube ich, braucht der Hocke nicht mehr. Ich weiß es nicht genau, ob er den Golem auch schon fertig hat. Aber ansonsten wäre natürlich mal eine Update-Überlegung auch ein Teil der Mauern. Ich sag mal, eine Mauer, 200.000 Dunkles hier für die Max-Spieler, kann man ja mal machen. Weil wenn du es gar nicht mehr brauchst und noch nicht mal jetzt mit großartig dunklen Truppen angreifst, dann ist es natürlich umso ärgerlicher, dass du hier den ganzen Loot eigentlich nicht mehr brauchst, außer Gold und Elex für Mauern. Und von daher mal sehen, was die Update-Überraschungen da für uns bringen, ob es da Neuerungen gibt. Aber wir wollen mal reinschauen in unser Kriegslog, denn wir haben nicht nur ein CK gewonnen, nein, wir haben zwei am Stück gewonnen, man glaubt es kaum. Ihr seht das hier, ein bisschen grün, also das ist jetzt so ein Bildschirm von mir und wir gucken einfach mal in den letzten rein, denn auch den habe ich mit diesem Account hier nur so am Rande gemacht. Ich habe wirklich, wirklich spät angegriffen hier und bin jetzt gespannt, was für Kämpfe auf mich warten. Ich habe mir nämlich noch keinen angeguckt, aber ich habe mir zumindest schon mal angeguckt, wen kannst du denn eigentlich zeigen und wen nicht. Und ich glaube, wir gehen hier, jetzt muss ich mal gerade überlegen, nein, ich wollte mit dem Abgehobenen hier anfangen. Mit dem Rathaus 9er auf ein Rathaus 9er. Also wir sehen hier, das ist in etwa so auf Augenhöhe, was die Base angeht, was die Truppen angeht. Und hier hinten schon mal schön ausgelöst, hier diesen Bombe in der Ecke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und kommt hier jetzt über Ecke mit den Golem und den Magern hier rein. Ist ja eigentlich eine typische Farmbase hier. Und das wisst ihr selber, wenn ihr diese Base sieht hier. Hier sind natürlich in den Gängen womöglich die Fallen, die Sprungfallen. Aber am Rand bzw. in der Base hier kann keine einzige Doppelbombe mehr sein. Die liegen alle irgendwo außen. Und klar, da gehst du mit Hox ran hier. Gar keine Frage. Und er brüllte hier unten jetzt auch ganz brutal schon mal rein. Alle auf einmal. Na, ist immer fragwürdig, wenn genau da natürlich eine Bombe liegt. Okay, da hast du Pech gehabt. Ja, dann sind schon mal ein paar Hox zumindest angeschlagen. Aber deswegen nehme ich für diese Fälle, wo ich es nicht so ganz genau weiß, nehme ich mal ganz gerne einen Riesen mit und schicke den einfach vor. Der geht dann behende erstmal in irgendeine Richtung und dann haue ich die Hocks dahinter, denn der löst mir die Riesenbombe in der Regel aus oder man schickt erst nur einen Hock. Jetzt hat er hier natürlich eine ganze Reihe Skellies und den Dicken an der Hacken. Meine Herren, das sind ja auch immer die besonderen Szenen, die ich bei meinen RH9ern auch so liebe. Wenn der King hier, ich weiß gar nicht, wo seine Platte ist, der die ganze Base verfolgt hier. Und naja, er hat natürlich jetzt auch die Masse noch an Ox hier, die hier jetzt schön abräumen können. Ich mache das mal ein bisschen schneller, dann sehen wir vielleicht den einen oder anderen Kampf mehr hier.
Und schön gemacht hier, denke ich mal, 21 auf 23. Also hier unten waren dann auch nur zwei kleinere Accounts. Hier hat sich die Beauty mal eben geschnappt. Da noch eine Riesenbombe, okay. Und vermutlich, hier hinten in der Ecke, die hat er schon ausgelöst, alles klar. Okay, schöne Sterne hier vom Ich bin abgehoben. Dann haben wir hier, ich muss mal eben schauen, ich hatte den Triathlet. Es gibt auch Charakter hier, die kenne ich noch gar nicht. So einer ist der Triathlet hier. Keine Ahnung, so ein bisschen geht ja bei dieser vielen Videomacherei und vor allen Dingen Streamerei und in anderen Clans sein Macherei, geht natürlich auch manchmal ein bisschen was an mir verloren, wenn hier ein neuer reinkommt. Und ich bekomme das an der Stelle erstmal nicht mit. Dann ist der Chatverlauf irgendwo schon raus. Dann kannst du auch nicht mehr sehen, wer ist denn das eigentlich, wie hat er sich vorgestellt. Und deswegen muss ich manchmal das Ganze so hinnehmen. Aber er ist hier ein RH10er. Aber ich denke mal noch nicht ganz. Oh, doch, na, er ist schon, glaube ich, ein bisschen länger RH10. Aber immerhin schon Queen auf 31. Die Schnitten, so nenne ich sie ja immer ganz gerne, die Walküren schon auf 5. Und hier gegen so eine 9er Base hätte ich ja mal fast gesagt, da kannst du die Valkyren auch schicken, wie du willst. Die machen die Base einfach platt. Ja, denn die können jetzt nur noch nach außen gehen. Die nächsten Ziele, ein paar gehen noch rein. Aber ganz viele. Einige gehen so ein bisschen außen den Weg hier rechts rum, links rum. Und das macht aber alles nichts, auch wenn die wieder reingehen. Dann machen die das in der Regel hier, denn die haben auf 5 ja auch schon eine ganze Menge Heal Points. Und deswegen ist das, und auch hier außen die Riesenbomben. Innen drin habe ich jetzt eben nur eine gesehen, zwei Sprungzauber. Kann er gut, kommt er gut, glaube ich, mit durch. Und aber ihr seht das hier, es ist eigentlich nichts mehr da, was jetzt noch tankt, außer Queen und Valkyren. Die haben ja wirklich auf 5, habe ich eben schon gesagt, richtig viele Healpoints, sodass die eigentlich die Mini-Tanks jetzt hier spielen. Und selbst die Kanone hier jetzt schön ablenken. Jetzt haben wir nur noch ein bisschen Flächenschaden in der Base. Das macht aber auch nichts, vor allen Dingen nicht der 31er Queen. Die kann diesen Flächenschaden von dem Magerturm dann doch schon ein bisschen besser ab. Und ist das hier ein schöner 3-Stern gewesen auf diese Base hier. Also wir können es noch. Wir können es doch noch bei den True Warriors. Aber es ist schon Krampf und Kampf, hier zu gewinnen. Und aber in den letzten beiden CKs, glaube ich, haben wir alle unsere Sinne zusammen gehabt und haben hier zusammen gewonnen. Also bei uns ist sowieso, denke ich, bei euch ist das auch so. Da ist das Motto, zusammen gewinnen und auch zusammen verlieren. Das machen wir ja leider häufiger, das zusammen verlieren. Aber wir sind immer noch ein toller Haufen hier und halten hier zusammen wie Pech und Schwefel. Manchmal geht auch einer. Wir haben jetzt ein, zwei, die so ein bisschen woanders parken wegen Umzügen und wegen anderen Sachen, die dann letztendlich bei unseren Zweitclan parken zum Spenden oder so, also nicht dann zum CK spielen, weil sie zu wenig Zeit haben, denn wir wollen ja oder haben, glaube ich, am Freitag ja 50er Clankrieg gestartet oder wollen einen starten und da bin ich auch mal gespannt, was daraus wird, denn wir waren gar nicht so viele. Ich habe noch keinen dazu gewinnen können, der bei uns aus der Community hiermit einen 50er bei uns mitspielen möchte. Ich habe dann so scherzhaft gesagt, ich will keiner in den Clan, wo das Lock überwiegend rot ist. ist natürlich ein Witz, aber schön gemacht hier von Iceman. 10 auf 10 hier. Base ist zwar noch nicht ganz so stark, ist gerade so 10, aber man sieht das hier so, die ersten Gebäude gehen nach. Die Tesla sind auch noch nicht auf Max-Level, also das geht hier, aber gut. Jeder ist da anders, was die Bauweise angeht und was die Update-Weise angeht. Bogenschützentürme hier als erstes abzudaten oder sehr früh abzudaten, halte ich auch eigentlich immer für eine gute Möglichkeit, denn der Bogenschützenturm ist halt eine Defense-Einheit, die beides kann, sowohl Luft als auch Boden. Und deswegen date ich die eigentlich in fast allen Dörfern bei mir auch relativ früh ab. Also ich habe ja jetzt bei den 10er und bei den 9er, bei dem 11er immer so die Entscheidung, Masse erst Bogenschützenturm, Masse erst Kanone. Ich entscheide mich in der Regel immer erst für den Bogenschützenturm und dann für die Kanone. Denn wie gesagt, der macht Boden Luft, der Kanone macht leider nur Boden. Ja, und von daher finde ich nach wie vor, ist der Bogenschützenturm, hier haben wir mal einen so richtig schönen groß, wo die Bogenschützinnen sich jetzt an den Golems verbeißen, aber ihn natürlich nicht schaffen. Aber die Queen schafft das jetzt hier, den Bogenschützenturm. Und so waren das hier schöne 3 Sterne vom Triathlet. Also wie gesagt, kenne ich noch nicht.
muss ich mal nachschauen. Und hier haben wir, ja, soll ich ihn wirklich zeigen, den Angriff? Naja, ich zeige ihn mal. Hier haben wir die Tesh, so nennen wir sie immer in Kurzfassung, die Natascha. Und mit einem schönen Bola-Angriff, also sie hat jetzt auch schon die Hexen, so habe ich, es ist mir auch ein bisschen entgangen, die Hexen jetzt auch schon auf Max-Level. Die laufen beim Toto ja auch, beziehungsweise die sind ja ausgelaufen, das habt ihr gesehen. Und ich habe damit ja auch schon angegriffen. Und ich denke mal, auch hier für einen Start-Elfer, die Tesh ist auch noch nicht so lange Rathaus-Level, Level 11. So ein paar Wochen vor mir ist sie, glaube ich, Level 11 geworden. Ich glaube, ich war gerade so am Starten oder war so in der letzten Woche, da wurde sie schon Rathaus-Level 11 und ist dementsprechend so ein kleines Stück weiter, also was die Base angeht, und jeder baut auch ein bisschen anders und jeder datet seine Truppen auch ein bisschen anders ab. Ich weiß nicht, was jetzt bei der Tesh gerade im Labor läuft. Bei mir, habt ihr gestern mitbekommen, läuft ja der Golem im Moment erstmal auf 6. Danach habe ich im Plan den Hund auf 4 und dann den wahrscheinlich Golem wieder auf Level 7. Denn ich denke mal, ich werde ihn brauchen für einen Queen Walk. Selbst wenn du dann nur einen Golem mitnimmst, der dann Max-Level ist, ist das schon wirklich nice. Ich meine, ich kann ihn natürlich auch in der Clanburg selber mitnehmen, aber Ziel ist ja, dass bei mir erstmal so lange die dunklen Truppen appen, solange wie mein Warden noch levelt, denn dann brauche ich das Elixier noch nicht fürs Labor zu verbrauchen und kann dementsprechend meinen Warden einfach so ein bisschen weiterziehen. Aber schöner Angriff hier. 8 auf 17 ist überhaupt kein Thema, denn hier unten in dem Bereich mussten die Sterne geholt werden. Ich glaube, oben brannte auch in diesem CK ganz, ganz wenig an. Wir gehen hier mal ein kleines Stück mehr nach oben hier, denn wir haben ja einiges an Dreier auch gehabt und sehen hier nochmal den Hocke Hocke zweimal in der Folge. Hier auch nicht schlecht. Auf diese Base hier diesmal mit Only Bowler und Heiler. Das ist auch eine coole Kombi, habe ich festgestellt. Auch im RR11-Bereich, selbst mit Infernos und starker Luftabwehr. Ihr seht das hier, die Luftabwehr kommt ja noch nicht an die Bowler ran und das wird auch noch ein bisschen dauern. An die Heiler ran. Das wird auch noch ein bisschen dauern, deswegen kann man in so eine Base, glaube ich, habe ich auch festgestellt, kann man gut hier reinkommen mit den Heilern. Und ihr seht das hier oben jetzt auch bei der Masse hier, hat er auch noch mal zwei Heiler mit einfach mit reingespammt. Auch das ist, auch da muss ich mich erst so ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe ja auch mit so einer Kombi jetzt hier schon mal angegriffen und ist mir auch schon gelungen hier. Also ich habe da auch schon ein bisschen was mit gerissen, auch mal einfach so beim Farm genommen, die Armee, gerade als meine Bruder ja 3 waren. Er hat hier die Heiler natürlich auch schon auf 5. Das dauert bei mir noch ein bisschen. Und schönes Ding hier auf diese Ringbase, oder Ringkastenbase ist es ja. Also cool gemacht hier, glaube ich, auch vom Hocke mal wieder mit einem echt netten Dreier. Schön gemacht und alle drei Helden sind sogar noch dabei. Der King, na, überlebt der King wohl? Ich weiß es ja nicht, ich habe die Angriffe noch nicht gesehen hier. Aber die Queen hat jetzt den Rest gemacht und der King hat auch noch überlebt. Also super, mit den Helden hier richtig krass durchmarschiert. So, der Sir Amelot. Oh, den haben wir schon länger nicht gesehen. Ich glaube, der hat nämlich auch hart seine Helden gemacht. Vor allen Dingen den King hat er jetzt schon einen weiter oder zwei Level sogar weitergebracht. Ich glaube, der läuft auch durch. Und der Sir Amelot hat sich hier dann doch mal wieder dafür entschieden, ich mache mal wieder ein CK mit. Nicht nur schlaue Sprüche. Also hat er sich hier für den 7er entschieden. Also 6 auf 7, hier 11 auf 11. Hier geht es schon ein bisschen krasser zur Sache. Ihr seht das auch an der Base. Die ist zwar nicht maxed out, aber sie hatte natürlich Defense, sage ich ja immer wieder, auch eine Base, die nicht Max Out ist, hat natürlich irgendwo eine gewisse Defense. Und auch hier wurden jetzt schön schon mal gezündet, um alle Truppen vor Schaden zu schützen. Das ist auch sehr, sehr nice und geht hier auch schön durch diese Halbring-Base durch. Also es sind ja so Art zwei Ringe mit Mauern noch so ein bisschen dazwischen. Also irgendwo musste dann doch ein bisschen mehr springen. Aber die Mauern, ja, jetzt natürlich nicht so stark und die Bowler brauchen natürlich länger bei einer Level 11 und 12 Mauer, bis sie dann da endlich mal durch sind, als bei 8er, 9er, 10er Mauern, muss man auch mal fairerweise so sagen, denn ich habe jetzt schon viele Angriffe gesehen auf Bases, wo die Mauern nicht so hoch sind, dass man einfach mal auf einen Sprung verzichtet und einfach einen Wut mehr mitnimmt, denn in Wut dann mit den Bowlern gehen die natürlich auch ein bisschen schon fast wie Butter durch die Mauern durch. Also wenn die dann noch in Wut sind, gut in Heil sind vielleicht noch, dann kann das ruhig mal ein Sekündchen länger dauern.
Aber ihr seht das hier, in der Mitte noch heiler, außen auch noch heiler mit Bowler. Und selbst eine Riesenbombe hier außen macht natürlich so ein Bowler nichts aus. Oh, drei Fallen waren das gerade, krass. Das ist natürlich übel, vor allen Dingen, wenn das am Ende passiert. Aber hier ist natürlich keine Defense mehr da. Und von daher war das nicht so schlimm. Die Queen wird jetzt nochmal richtig schön hochgeheilt. Dann hast du die auch gleich noch nach dem Angriff und kannst sie einfach nochmal in Farmangriffen sofort wieder benutzen. Das ist natürlich auch klasse, dass die dann keine Downtime hat, denn ich habe auch festgestellt, ja, die Helden pennen nach wie vor immer ganz schön lange. Könnte man hier mal als Update-Idee mit reinnehmen, die ein bisschen weniger pennen zu lassen, um etwas mehr und etwas schneller hier vor allen Dingen anzugreifen. Wir sehen hier den Norman auf die Nummer 4, die wollte ich eigentlich mit meinem RH9 gemacht haben. Habe ich, glaube ich, auch gemacht, mit 46% meine ich, mit dem Alex. Ah, ne, habe ich nicht gemacht, ich habe 10 und 11 gemacht. Die wollte ich aber erst machen mit Babydrachen, aber der Norman hat natürlich etwas bessere Truppen als meine 2er Babydrachen. Aber noch nicht alles Fullmax hier beim Norman. Er muss die Valkyrie noch machen, aber ich denke, dass auch die bei ihm im Labor mittlerweile laufen oder schon ausgelaufen sind zu diesem Zeitpunkt. Und entscheidet sich hier für ein Queenwalk vorab mit dem Warden und Heilern im Gepäck. Und jetzt hat er keinen Heiler mehr über, falls dann mal ein Heiler stirbt oder so. Aber schön hier die Hexen, schön die Hexen gegiftet. Jawohl, eine Hexe kann da zwar nochmal die Skelette rausbringen, aber die ist jetzt aufgrund des auslaufenden Gifts, der ja beim Auslaufen nochmal eine richtig verstärkte Wirkung hat, ist die dann relativ schnell weggegangen, also down gegangen. Und anders als die Hexen im Nachtdorf, haben natürlich die Hexen hier im Tagdorf, habe ich das Gefühl, nicht ganz so viele Healpoints. Sie haben schon relativ viele Healpoints, sie können ja schon mal einen Minenwerferschlag ab, aber mehr auch nicht. Jetzt kommt er mit dem Bolan rein, um hier so ein bisschen weiter durch diese Base hier zu funneln. Setzt jetzt schon einen Sprung an hier bei dem Inferno-Turm. Und ich denke mal, die Lücke hier werden dann gleich auch, wenn wir die 180 Grad erreicht haben, ich gehe ein bisschen raus, das müsste hier so auf Höhe des Bogenschützenturms sein, den ich gerade markiere. Ja gut, der Wut da, der galt bestimmt, ich hoffe, der Wut galt nicht den Heilern, denn das hat ja an der Stelle noch nichts genutzt, weil auf der Queen hockte natürlich der Inferno und die Valkyren sind aber super hier durchgegangen, also richtig krass gemacht. Die Queen ist mittlerweile wieder hochgeheilt, auch nicht schlecht. Aber jetzt wechseln die Heiler kurz mal das Ziel und konnten jetzt die Queen nicht weiter heilen. Und so hat er das hier aber trotzdem gut gemacht, denke ich mal, mit den zwei Sternen hier, 5 auf 4. Also cooles Ding hier auch von Norman wieder. Also wie gesagt, in den letzten beiden Klankriegen haben wir uns hier schwer zusammengerissen haben, glaube ich. Ich glaube, hier wurde viel diskutiert. Ich habe ja nicht so viel mitbekommen und bin ja eigentlich auch froh, dass ich euch wenigstens diesen Klankrieg hier mit seinen wirklich schönen Angriffen wieder zeigen kann von den True Warriors. Und also dickes Ding hier. Die Tage habe ich auch noch eine schöne Anekdote. Wir haben nämlich auch einen Clan-Member bekommen, der also ganz anders ist, hätte ich mal fast gesagt. Wir hauen uns hier den Dreier von Mastengo noch rein. Ich weiß nicht, was den Masti hier geritten hat. Ich hab nur gesehen, dass er 3 geholt hat. Ich habe aber nicht gesehen, wie er es gemacht hat auf diese Doppelringbase hier. Und wo gleich so ein Golem hier Beschuss bekommt von so einem Multi-Inferno. Okay, auf Multi macht natürlich so ein Inferno einem Golem nicht so viel Schaden, gar keine Frage. Denn der holt jetzt erst mit seinen Armen aus auf die anderen Truppen. Und er hat hier Bowler und Hexen genommen. Hat jetzt noch 3 Mauerbrecher. Mal sehen, wo er die schickt. Da versuche ich immer ein bisschen genauer hinzugucken, was die Leute denn mit den Mauerbrechern eigentlich machen. Denn ich wüsste jetzt nicht in diesem Getummel, wo setze ich die denn jetzt sinnvoll? Ja, die sollen auch noch eine Mauer aufmachen. Und mal gucken, wo er das noch bringt. Denn erstmal gehen ja alle Truppen schön außen rum. Hat den Heilzauber dabei, okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Aber er hat jetzt auch nur noch hier den Inferno, wo die Masse seiner Truppen sind, so will ich das mal sagen. Und wenn der natürlich weg ist, dann kannst du auch mal einen Heilzauber nutzen, gar keine Frage. Denn dann ist ja erstmal der Schaden, der nicht heilbar ist, weg. Hier hat er den jetzt auch genutzt, auch schön die Helden drin, ein paar Bowler drin, Hexen drin. Also cool gemacht hier.
Jetzt hat er die drei Mauer hier immer noch. Queen kann er noch zünden. Alles ist hier in der Warden-Aura hier unten. Ah, da kommen sie jetzt. Okay, dann gehen vielleicht die restlichen Vogler hier noch mal ein bisschen mit rein. Vielleicht so der ein oder andere. Nein, sie gehen so ein bisschen raus. Das ist, na gut, war nicht so tragisch. Ich glaube, es wäre egal gewesen, denn die Gebäude stehen hier ja ganz am Rand der Mauer. Das heißt also, kein Bowler muss hier überhaupt raus, um hier die Gebäude kaputt zu machen. Und na, cool gemacht hier, muss ich sagen. Also gucke ich ja immer sehr neidvoll auf solche Angriffe, wenn sie denn so stark sind. Und gut, auf so eine Ringbase, da weiß ich nicht mehr, ob das nach wie vor so das Nonplusultra ist. Viele tun sich da auch schwer, ich nämlich. Aber der Mastengo hier, ich glaube, der hat schon so viele Angriffe auf solche Bases gemacht, da er schon ewig Legendenliga spielt, bei den German Legends auch schon mehrmals zu Gast war und da, glaube ich, Erfahrung gesammelt hat ohne Ende. Und dann ist auch die Erfahrung irgendwann mal wieder für einen Dreier reif. Der Master hat ja auch gefehlt vor Wochen und hat auch gesagt, das ist auch immer ganz komisch. Na, denn du machst hier so einen netten Dreier auf Maxed Out Bases und plötzlich auf den 10er verkackst du mit einem Stern. Ist aber alles drin. So ist Clash of Clans und das gehört sich auch, muss man dazu sagen, denn noch eine Riesenbombe, das gehört sich einfach so, dass man auch stark kämpft und auch stark schwächelt. Das ist einfach so, das stelle ich auch jeden Tag fest und ich glaube, das war hier ein gelungenes Ding und auch ein gelungener CK hier von uns. Ich hoffe, die Folge für den Sonntag, der CK ist ja schon ein paar Tage her, hat euch trotzdem gefallen. Ich habe den jetzt mal mit reingenommen, sonst hätte ich euch das nicht mehr zeigen können. Noch haben wir nämlich kein Update da, aber wenn das kommt, dann verlaufen sich natürlich diese Klarkriege hier. Ich würde sagen, schönen Wochenstart euch, noch einen schönen Restsonntag euch und bis dahin, euer Toto. Best.